Moin Leute, herzlich willkommen zum 9. Tag der Regentschaft von Bundeskanzler Paluten. Meine Damen und Herren, wir befinden uns momentan im Krieg. Deutschland hat Nordkorea angegriffen und zwar mit Nuklearraketen. Ob das Ganze eine schlaue Entscheidung war, das werden wir am heutigen Tag sehen, denn es steht einiges an. Ihr seht hier die Einschläge, wir haben wichtige Ziele von Nordkorea zerstört, allerdings sind sie noch ziemlich krass, was ihre militärische Stärke angeht. Das könnte natürlich auch daran liegen, dass sie natürlich ein bisschen Unterstützung bekommen von China. Nichtsdestotrotz müssen wir uns jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen unserem eigenen Volk stellen. Denn ich glaube nicht, dass die das so klasse fanden, dass wir eine Atombombe auf Nordkorea geschossen haben. Aber wie, haben wir noch welche? Militärische Operation? Oh nee, das ist falsch. Oh, Demonstration. 167.000 Leute. Demonstration gegen ABC-Angriffe. Oh, das Treffen. Nordkorea setzt der UNO ein Ultimatum gegen Deutschland? Was? Wir haben doch nichts gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt. Im Angesicht des Angriffs, dessen wir Opfer geworden sind, setze ich den Sicherheitsrat und die Mitgliedstaaten offiziell über unser 72-stündiges... Ach komm, Alter, da musst du gar nicht mehr weiterlabern. Was sagt die Zeitung? Ganz ehrlich, du verletzt Menschenrechte. Deutschland wirft Atombombe auf Nordkorea. Ja, gut. Also, das war aus Versehen. Ja, ansonsten sagt die Zeitung nichts Gutes. Demonstration, offensive Strategie gegenüber Nordkorea. Die Streitkräfte dieses Landes sind in einem heftigen Gegenangriff. Wir müssen offensiver als sie sein, um die Initiative zu behalten. Okay. Autorisieren Sie mich, unseren Truppen den Befehl zum Angriff und zur Invasion zu geben? Ja, das werde ich tun. Deutschland erklärt Nordkorea den Krieg. Da bin ich. Die Brille klebt immer noch in meinem Gehirn innen drinne. Das erklärt einiges. Sehr verehrte, angesehene Mitbürger, unsere derzeitige Situation ist kritisch. Im Angesicht dieser wiederholten Provokationen durch diesen Schurkenstaat, der sowohl unser Land als auch die internationale Gemeinschaft bedroht, habe ich die bewusste Entscheidung getroffen, ihm den Krieg zu erklären. Genau, das ist auch die richtige Konsequenz. Ich muss jetzt mal ganz kurz ein bisschen mit der UNO reden. Hier, Beschluss verlangen. Ich möchte nochmal, dass gegen Nordkorea vorgegangen wird. Oh Gott, Alter, immer mehr Demonstrationen im Land. Rede vor der UN. Deutschland beantragt die Genehmigung für einen Militärschlag gegen Nordkorea. Nee, es muss ja kein Militärschlag mehr sein. Also doch, eigentlich schon. Aber ihr wisst, was ich meine. Oh Gott, wie viel demonstrieren hier? Auch 167.000? Schlechte Gedanken. Ich sage dir, was ich denke, Patrick. Stoppe so schnell wie möglich deine Kriegsmaßnahmen gegen Nordkorea und hol die Truppen nach Hause. Glaub mir, du weißt genau, die Menschen werden dir auf diesem Weg nicht folgen. Doch! Nuklearrakete abgefangen? Was? Die Nuklearrakete, die wir auf Nordkorea abgefeuert haben, wurde von Antiraketenbatterien abgeschossen. Unser Angriff ist fehlgeschlagen, Herr Bundeskanzler. Wann war das denn? Was sagt er? Erfolg des Nuklearschlages. Hier, wurde noch was abgefeuert? Scheinbar. Auf Wankerbuktu. Nordkorea gegen uns. Herr Bundeskanzler, die Regierung von Nordkorea hat die UN aufgefordert, ein militärisches Eingreifen gegen unser Land zu genehmigen? Wir sind doch die Guten! Also, ja, okay, wir sind vielleicht nicht die Superguten, weil wir haben eine Atombombe auf ein Land geworfen, was man eigentlich nicht macht. Das ist moralisch verwerflich, ja, ja. Oh, stimmt, da fliegen noch mehr unserer Bomber los. Hier unten auch. Nee, die kommen wieder zurück. Ach, krass. Die machen auch mobil. Ihre Panzer fahren schon los. Das sieht man hier. Kriegsschiffe mit Nuklearsprengköpfen. Da wird es jetzt aber, glaube ich, noch was Neues geben. Jawohl, Erfolg des Nuklearschlages. Sehr, sehr gut. Oh ja, da sah man das gerade noch. Ja, wir schwächen deren Militär. Ganz klar. Jo, unsere Helikopter fliegen los. Unsere Drohnen ebenfalls. Unsere Kampfdrohnen. Also unser Militär macht jetzt auch mobil. Oh, Shingo. Watanabe, ein Treffen. Guten Tag. Ja. Ich komme nicht mit leeren Händen. Ja, sehr, sehr gut. Ich habe einen Wirtschaftsvertrag in der Tasche, aber wie wäre es mit militärischem Bündnis? Für unsere beiden Länder. Was gibst du mir? Wasserversorgung. Ja, ja, klingt klasse. Aber jetzt geht's um was anderes. Militärische Allianz, bitte. Unterstützung, okay? Absenden. Ja, das Abkommen ist unterschrieben. Danke, Shingo. Wir haben die ersten Verbündeten. Aber eigentlich müsste Europa doch auch mal hier. Ich frag mal kurz Frankreich. Eine militärische Allianz bilden. Komm schon, bitte, Frankreich. Das Ganze werde ich auch nochmal Großbritannien sagen. Die Feststellung unseres Agenten ist, dass es ein klares Risiko gibt, dass er entdeckt wird. Möchten Sie, dass wir nun versuchen, die Organisation fertig zu machen? Ja, Organisation fertig machen. Diese Mission Universum. Das ist so eine Sekte, die wir verboten hatten. Ich glaube, in Part 5 oder 6. Theaterfestspiele in Bayreuth.
Ja, ja, die sind jetzt nicht weiter wichtig. Oh ja, die ersten Panzer gehen auch los. Oh Gott, jetzt knattert das aber. Streik des Volkes? Der populäre Streik hat gerade begonnen, Herr Bundeskanzler. Unbefristeter Streik gegen den Krieg in Nordkorea? Auf den Aufruf aller Gewerkschaften und als Antwort auf die... Ja, ja, ja. Unbefristeter Streik. Dieser Streik ist ein Ausdruck des Volkes gegen den Krieg. Was sagen die Zeitungen? Rede vor der UN? Das sieht nicht gut aus. Ja, ja, genau, Frankreich. Jawohl, das Abkommen ist unterschrieben. Frankreich ist auch auf unserer Seite. Wir haben eine Allianz gebildet. Sehr gut. Atombombe auf Nordkorea? Ich bestehe darauf, Ihnen meine vollste Unterstützung mitzuteilen. Ihr Angriff Danke, Martin. War taktisch notwendig und moralisch in Ordnung. Sie haben es verdient, die Hundesöhne. Oh Kurz Gott, Martin, du kannst nicht immer vor meinen Zuschauern das Wort Hundesöhne benutzen. So, jetzt haben wir einen Streik an der Backe. Ja, wir müssen die Polizei einschreiten lassen und ich werde im Fernsehen auftreten, damit ich ein bisschen besser Publicity machen kann. Leute, ich möchte noch mal ganz kurz erwähnen, das, was wir hier gerade machen, das ist, wir testen das und ich wollte das persönlich auch einfach mal sehen, was bei diesem Spiel passiert, wenn man wirklich komplett Bananas geht und irgendwie Atombomben etc., auf so ein Land schmeißt, was man definitiv nicht macht. So, wir müssen jetzt die Streiks unterbinden. Kann ja nicht wahr sein. Respekt für Patrick Palou. Im Auftrag im Fernsehen wurde gut aufgenommen. Der Streik ist zwar noch in Gange, doch einige Streikende gehen wieder an ihren Arbeitsplatz. Haben Sie etwas Geduld? Sehr gut. 310.000. Das Budgetdefizit ist alarmierend. Oh, unsere wichtigsten Geldgeber lehnen es ab, uns auch nur noch ein bisschen zu geben. Ja, warte mal ab. Ja, das ist ja gerade Streik. Ist klar, dass dann kein Geld reinkommt. Es sind schon 430.000 Leute, die streiken. Die Polizei ist beauftragt. Leute, das sieht nicht gut aus. Pazifistische Demonstration? Was soll ich denn jetzt noch machen? Was? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Patrick Paluten. Ich wurde bei einem Attentat weggemacht. Eine schreckliche Explosion hat das Ende von Patrick Paluten eingeläutet. Jede Scheibe aus dem Kanzleramt ist zerbrochen. Der Sprengsatz wurde genau im Büro des Chefs der Regierung platziert. Die Untersuchung ist noch im Gange. Aber es gibt keinen Zweifel, dass die Attentäter Verbindung zum Geheimdienst hatten. Dieses Attentat von innen war seit einer Weile vorhergesagt worden und soll wohl eine Lösung im Krieg gegen Nordkorea bringen. Ein Krieg, in dem das Volk mehrfach seine Abneigung gegenüber die autoritäre Strategie... Wir wurden... Das kann doch nicht wahr sein. Ulrich, er ist der Chef vom Geheimdienst. Jetzt ist sie Bundeskanzler? Das kann doch nicht wahr sein. Wir wurden allen Ernstes weggemacht. Okay, meine Damen und Herren, daraus müssen wir wichtige Punkte zusammenfassen. Und zwar, Uli muss weg. Wir müssen ihn entlassen. Er wird uns irgendwann in den Rücken fallen. Okay, Leute, ich lade gerade den Spielstand, der praktisch vor dem Krieg mit Nordkorea ist. Wir müssen jetzt aber wirklich gucken, dass wir hier Uli entlassen. Weil Uli ist uns in den Rücken gefallen. Wir müssen das Ganze beim nächsten Mal schlauer anstellen. Das bedeutet als erstes Geheimdienst. Oh, wer bist du denn? Nee, warte, ich möchte mit jemand anders quatschen. Ach, da unten ist er. Okay, wie kann ich dich entlassen? Ich mache einen Termin mit dir. Wie kriege ich den denn sonst aus dem Amt? Soll ich ihn ermorden lassen? Kann ich das? Nee, kann ich nicht. Nur irgendeinen Geheimagenten? Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen uns da irgendwas überlegen. So kann das nicht weitergehen mit dem Typen. Der hat mich eliminieren lassen. Obwohl, vielleicht steckt da auch der Innenminister mit drin, aber er ist zu beliebt. Okay, Geheimdienst. Warte mal. Ich gebe ihm einen Ministerposten, sodass er nicht mehr Geheimdienstchef sein kann. Welchen Posten möchten Sie mir vorschlagen? Sie bekommen Arbeit und Soziales. Ja. Das wäre eine große Ehre. Ja. Ich warte meine offizielle Nominierung mit Ungeduld ab. Okay, sehr, sehr gut. Ich beende das Meeting und werde jetzt in mein Kabinett gehen. Arbeit und Soziales. Zack. Diesen Minister entlassen, okay, und jetzt einen neuen Minister ernennen. Soldaten? Ja, genau, Geheimdienstchef. Bestätigen. Sehr gut. Das bedeutet doch, jetzt ist er doch weg, oder? Ja! Wir haben jetzt Stefan Wahrmann. Stefan, du bist ein Guter. Du wirst das auf jeden Fall machen. Und jetzt werde ich nämlich Folgendes tun. Ich gehe ins Kabinett und werde einfach dich entlassen. Tschüss! So, warte mal. Ich muss kurz gucken. Ist der Typ, den jetzt wieder Geheimdienstchef? Nein, Uli ist wieder da. Scheiße! Junge, ich werd Uli nicht los. Ich muss... Ey, Leute, was soll ich machen? Was soll ich nur mit Uli machen? Okay, warte mal. Wir werden mal eine Sache kurz ausprobieren. Ich muss das nochmal machen. Einen neuen Minister ernennen. Zack. Wieder Uli. So, ich bestätige Uli. Ich bedauere, aber dieser Posten entspricht weder meinen beruflichen Verdammt! Kompetenzen noch interessiert er mich. Wartet, ich muss schnell laden. Okay, hier sind wir wieder. So, ich werde Uli jetzt nochmal den Ministerposten Welchen anbieten. Welchen Posten möchten Sie mir vorschlagen? Arbeit und das Soziales. Das ist eine große Ehre.
Okay, jetzt nochmal die entlassen. Zack, neuen Minister ernennen. Soldaten, Geheimdienstchef bestätigen. Sehr, sehr gut. So, wer ist jetzt unser Geheimdienstchef? Norbert! Norbi, das ist ein guter Typ. So, Norbi, du musst einen Auftrag für mich ausführen. Und zwar Regierung. Jawohl, da ist er doch. Nee. Hä? Ich sehe hier nicht Arbeit und Soziales. Das ist, als wenn der Typ nicht existieren würde. Leute, ich kann nichts gegen Uli unternehmen. Er ist einfach unsichtbar. Aber nun gut, meine Damen und Herren, wir werden weitere Pläne schmieden. Und zwar schon morgen um 14 Uhr gibt es eine neue Folge. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da, wenn ihr Bock auf mehr habt. Hier sind jetzt noch ein paar Videos verlinkt. Euer Bundeskanzler. Oh, ich bin fertig für heute, Leute. Wir wurden umgebracht. Ach, scheiße, Mann. Leute, habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss.